So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. So, 16% haben wir und wir machen die nächste Nebenmission hier. So, eliminieren Sie. Nein, wir machen das hier. Gefangenenrettung Nummer 5. Okay, gut, das ist gleich da unten, das ist gut. Dann haben wir nicht so einen langen Weg. Ja, ja, das passt schon. Und deploy. Danke. Gibt's eh wieder keine Missionsbeschreibung. So wie immer. Danke. Mir gefällt sehr gut. Ich komme gar nicht weg. Ich möchte wirklich so viel wie möglich euch zeigen von dem Spiel. Ach, nur kurz was getrunken. Na bitte, es ist fast 1 in der Früh. Perfekt. Mein Schrapnell kommt immer weiter raus. Meine Haare sind schon blutrot. Na, Wuffi. Wir müssen unbedingt zurück zum Mother Base. Unbedingt. Aber erst nach der Mission. Oder schauen wir mal. Es kommt drauf an, was da alles kommt jetzt noch. Komm, flieg schneller. Lass mich runter, lass mich in mein Zielgebiet vorrücken. Bitte. Bitte. Jawohl, schaut gut aus. Runter mit uns. Komm mit, Wuffi. Du bist ein braver Wauwau. Braver Wauwau. So, gehen wir. Schauen wir mal. Gehen wir auf die Karte. Wir machen da einen Punkt rein. Da ist sogar ein Hackerl. Ah, die Materialien sind hier auch. Da machen wir auch gleich. Was ist das hier? Eine Geschützstellung. Ja, ja, die ist eh markiert. Es ist gleich da unten. Okay, okay. So, Wuffi, du musst mir wieder anzeigen, wo die ganzen Leute hier sind, gell? Ohne dich schaffe ich es nicht. Perfekt. 1, 2, 3, 4. Da ist der Typ, den wir rausholen müssen. Okay, okay. Snipergewehr. Wir snipern uns wieder durch, würde ich sagen. Der Hund ist Gold wert. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt sind schon 6 Leute hier. Wahnsinn. Die gehen aber weg. Gehen die da weg von der Base? Ich weiß nicht. Dann sind die nur zu dritt. Dann ist das wieder so eine kurze Mission, die ich brauche. Also ein kurzer Part für euch. Wenn ich da schnell bin. Okay, okay, ich verstehe. Okay. Okay, den sehe ich nicht wirklich. Also da ist der Kopf. Weg. Ja, versteckt euch nur, habt ihr recht. Very nice. So, steh mal auf da. Ja, genau. Ja, ja, verpiss dich nur. Very nice, mitten unter dem Laufen. Was ist mit ihm? Er ist direkt vor mir gestanden. Also den hole ich sicherlich nicht raus da. Du kannst krepieren. So, kommt jetzt drauf an, ob er aufsteht oder nicht. Komm, 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 mach was. Mach was, komm jetzt. Was ist mit ihm da hinten? Ah gut, er ist wenigstens oben. Bleib mal stehen da. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Putz. Und weg ist er. So, jetzt haben wir nur noch den einen. Hier. Lad mal nach. Na, okay, gut. Ich habe mir gedacht, das Bellen bringt ihn irgendwie... Also, dass er sich verunsichert. Dass er dann mehr macht. Als da hinten zu sitzen und zu campen, Alter. Wirklich. Na, dann gehen wir halt vor. Guardpost captured.
Wachposten erobert. Perfekt. So, schauen wir uns mal hier um. Ob es hier irgendwas gibt für mich. Nein. Scheint nicht so. Da hinten brauche ich gar nicht nachschauen. Da gibt es ein Geschütz, aber das ist unterdacht. Okay. Da oben ist unser Mann. Hier unten gibt es kein Geschütz. Okay. Das ist wirklich ein kurzer Part. Boah, alter Kurz. Danke, Wuffy. Ohne dich wirklich. Ah, das tut wirklich das Spiel erleichtern. So, mitten auf die Straße mit dir. Und ab mit dir zu meiner Mother Base. Da wirst du gut behandelt. Viel Spaß, gell? Na komm. Papa. Side ops list updated. Okay, subject is in. Okay, Nebenoperationen wieder für, wie heißt's? You have arrived at your destination. Ja, ja, ja. Nebenoperationen wieder aktualisiert, das heißt, wir können wieder irgendwas machen. So, das war's. Wieder einen rausgeholt. Das Geschütz davon kann ich nicht mitnehmen. Auf geht's, ab geht's. Hubschrauber. Please support helicopter requested. Holen wir uns den Helikopter und verpissen uns jetzt wieder da. So schnell kann's gehen. 6 Minuten habe ich dafür gebraucht, mitten im Hinweg. Gut. Machen wir ein bisschen länger, aber schauen wir mal, was wir jetzt da noch machen können. Heilpflanze, 10-mal Wermut, sehr gut. So, schauen wir mal. Pflanze, Pflanze, Pflanze. Nichts gibt's hier. Machen wir ein paar Liegestütze. Wo bleibst du? Komm, flieg jetzt endlich her mal. Ich sollte eigentlich eine Mission starten und dann gleich den Helikopter holen, dass er gleich da so fliegt. Da hinten kommt er schon. Langsam, aber sicher und bequem. Schauen wir ganz kurz mal rein. Nebenmissionen. Hopp, 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 hopp. Ah, ich sehe das fast nie. Da. Was habe ich denn jetzt? Habe ich irgendwas dazu gekriegt? Nö. Habe ich nichts dazu gekriegt. Cool. Haben wir mal alles vervollständigt, was ich eigentlich vervollständigen wollte. Und rein mit euch zwei. Super, habt ihr das gemacht? Jetzt fliegen wir aber wirklich zurück zu Mother Base. Kannst schon aufsteigen. Geht schon. Hallo. Danke. Das haben wir gut gemacht und auch ziemlich schnell, aber es waren jetzt nicht wirklich viele Gegner. So, Berichte, wie immer. Oh, wir haben einen A-Typen gekriegt. Cool. So, dann schauen wir mal. ...16% noch immer, Gottes Willen. Basiseinrichtung, schauen wir gleich. Ja, 21 Minuten noch. Dann ist auch das fertig. Okay, passt. So, Missionen. Sind die noch unterwegs, beide Truppen? Nein, eine ist gleich da wieder. So. Machen wir ein E-Teil, machen wir. Machen wir das hier. Schauen wir mal. Können das D schaffen? Jawohl. Geht schon. Weg mit euch. Perfekt, so. Wir machen zurück zum Mother Base. Jetzt fliegen wir aber wirklich zurück. Und jetzt gehen wir uns duschen. Und auf der Mother Base werde ich jetzt auch den Part beenden. Auf der Mother Base. Oder nein, wie immer in Helikopter. Epischer Typ. Na, hallo Wuffy. Hallo Wuffy.
Ding, wirklich. Da liegt auch sowas, ein Rohdiamant. Alter, wie sieht das... Wie groß das wird. Ja, dann lauf frei und um auf meiner Motherbase. So, gehen wir ums Duschen gleich zweimal. Und gleich nochmal, weil es so lustig war. Damit auch wirklich sauber ist. Welcome home, boss. Danke. Danke, danke, danke. So, wir gehen mal da nach hinten. Die haben wir ja auch ausgebaut. Die ist gleich da, gleich nebenan. Das ist sehr nice. So, wo war denn jetzt dieser Metall? Also dieser Rohstoff-Diamant. War der da irgendwo zwischen diesen Containern? Du kannst dich nicht von mir verstecken. Sehr nice. So. Was können wir denn machen? Was können wir denn machen? Was können wir denn machen? Wir könnten noch zu Quiet gehen. Vielleicht. Kurzen Ausflug. Aber wir fliegen, würde ich sagen. Roger. Wir fliegen einfach hin. Hallo. I hope you keep that woman locked up, boss. Gusch. So was sagt man nicht. Das ist, bist du jetzt betäubt oder habe ich dich jetzt getötet, hä? Komm, steh auf. Geht ja. Na komm. Nein, 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 das wollte ich nicht. Und Viereck war das, genau. Please select a landing zone. Ah, nein. Kommandoplattform, Moment, Moment. Wo ist denn diese sanitäre? Das sind die Informationen, okay. Okay. Boah, das ist so groß, dass ich mich da nicht mehr auskenne. Das ist die RP-Plattform. Okay. Hier gibt's noch was. Medical-Plattform war das. Ja. Nochmal einen Rundflug hier. Ich wüsste gerne, ob man schneller ist mit dem Heli als mit einem Auto. Leider Gottes finde ich keins mehr. Normalerweise stehen die da eigentlich zuhauf. Jetzt das einmal von oben betrachten. Schaut doch cool aus. Hat sehr viel Stil, muss ich sagen. Und da nach hinten fliegen wir jetzt. Oh, das ist urweit weg. Anstatt dass einen Direktflug hinmacht. Komisch. Aber unten durch. Da steht ein Auto, na toll. Wäre ich mit einem Auto gefahren. Ich fahre so gern mit Autos. Schaut euch das an, wie weit das weg ist. Wieso fliegt er nicht schräg dadurch? Das verstehe ich nicht. Und wieder unten durch. Wasser sehr nahe. Da sieht man sogar den Schatten. Habt ihr den Schatten gesehen? Da. An der Brücke ober mir. Cool gemacht. Wirklich. Sehr viele Einzelheiten hier. Da gibt es ja auch irgendwo einen Rohdiamanten. Den haben wir gesehen. Mit gut Glück. Einmal. Den müsste ich nur finden. Auf der Plattform ist er, wo wir jetzt hinfliegen. Auf irgendein Rohr ist es oben. Mal schauen, ob er dann nochmal hochfliegt. Dann sehen wir es von oben nochmal so blinken vielleicht. Schauen wir mal. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, er war da rechts irgendwo. Da ist ein Rohr, okay. Steig mal rauf, bitte.
Schauen wir mal, ob ich den finde. Da ist auch ein Rohr. Nein, da blinkt nichts. Da blinkt es oben. Habt ihr das gesehen? Müsste man nur wissen, wie man dorthin kommt. So, und runter mit dir. Komm, komm, komm. Danke. Da ist ein Rohr. Aber das war das nicht. Aber vielleicht komme ich da zu den anderen. Schauen wir mal. The pipes, huh? They're strong enough. Could make for a nice shortcut. Ja. Nice Shortcut. Ah, da schaut's, da stehen sogar die Dinger. Die Mörser. Und da ist er schon. Ah, da hat's jetzt noch einen gegeben. Ich glaube, einmal unter mir, oder? Jawohl. Gutes Auge, gutes Auge. Und die Musik, bitte YouTube, bitte tut's mir nicht immer alles zensieren. Ich kann nichts dafür. Die singt? Ist sie das? Die da singt? Oder ist das dein Radio? Geh mal runter zu ihr. Snake Eater ist das, ja, ja. Du musst Radio hören? Ha? Das hört sich an wie bei James Bond irgendwie. Die Melodie. Na, du bist chillen, ne? Recht hast. Aber ich kann mit dir nicht interagieren, das finde ich ein bisschen schade. Irgendetwas zu machen, keine Ahnung. Schnick, schnack, schnuck spielen zum Beispiel, das wäre cool. So wie bei Army of Two. Das wäre cool. So, ich mache jetzt aber trotzdem hier Part Ende. Ich stelle mich mal zum Heliporter da nach hinten. Und dann wird der Spoonman wieder kommen. Also ich warte jetzt mal, bis er halt da ist. Und dann wird er die nächste, also die allererste Afrika-Mission machen. Er hat die Ehre, obwohl ich der Let's Player bin. Aber macht ja nichts. Ich wünsche euch trotzdem was. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler. Geile Musik.